Hallo und herzlich willkommen beim Roberts Podcast. Heute mit einer weiteren Folge über die Kompetenzen des Sozialbetreuers. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Wie ich schon bei einer meiner Podcast-Folgen als Titel benannt habe, ist der Sozialbetreuer für manche ein unheimliches Wesen. Manchmal sogar für einen Sozialbetreuer selbst, weil manchen noch nicht so bewusst ist, welche Kompetenzen er hat und wie umfangreich sie sind. Vor allem auch, dass es sogar über die Tätigkeitsfelder, was man eigentlich so kennt, sich darüber hinaus weiterentwickeln kann. Durch die Verbindung Schule und Praxis in der Ausbildung erfährt man eben oder lernt man, bekommt man die Fähigkeit zum einfühlsamen Verstehen, raschen Erfassen einer Situation und sachgemäßen Handeln. Dies wird eben durch die unterschiedlichen Möglichkeiten in der Schule entwickelt und gefördert. Aber nun möchte ich gern zu den Kompetenzen des Sozialbetreuers kommen. Diese sind in Lernbereiche gegliedert mit 14 Kernkompetenzen. Der erste Lernbereich ist eben die Person und der Beruf. Dazu zählt zum Beispiel die personale Kompetenz, dass er sich hergeht, dass er die eigene Entwicklung als Person wahrnimmt, kann selbstbewusst und reflektiert mit sich selber auch umgehen und hat vor allem ein breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Die soziale Kompetenz, dass der Sozialbetreuer mit anderen Menschen, das heißt eben mit Kollegen und Kolleginnen, Klienten und Partnern, also Kooperationspartnern, wertschätzend umgeht und vor allem auch gemeinsames berufliches Handeln gestaltet. Der nächste Punkt ist die reflektierte Haltung. Der Sozialbetreuer hat die Kompetenz eben auch, das berufliche Handeln zu reflektieren und seine Haltung und Identität als Sozialbetreuer weiterzuentwickeln. Dies ist ein großer Punkt für die persönliche Entwicklung. Er versteht es auch, allgemeine Arbeitstechniken als Kompetenz wahrzunehmen, berufliche Techniken eben des Arbeitens, des Lernens und vor allem auch die mediale Vermittlung professionell einzusetzen. Jetzt kommen wir in den Lernbereich 2, also betreute Personen und ihre Lebensbereiche. Hier ist das Wahrnehmen und Verstehen und Handeln. Das heißt, der Sozialbetreuer kennt Bedürfnisse des betreuten Menschen sowie physische und psychische sowie soziale Veränderungen. Er versteht es eben, das Verhalten, und kann dementsprechend angemessen agieren. Vor allem auch das Anregen und Begleiten von Entwicklungsprozessen. Entwicklungspotenziale wahrzunehmen und durch Einsatz vielfältiger individueller angepasster Methoden Entwicklungsprozesse anzuregen und diese bei Menschen auch zu begleiten. Er unterstützt auch die Selbstbestimmung, orientiert sich an den Ressourcen von Menschen, ermöglicht und unterstützt selbstbestimmtes Gestalten von Wohnen, Arbeit, Alltag, Bildung und Freizeit. Ein weiterer Punkt ist auch das Erkennen von Hilfebedarf und dazu nachher das adäquate Handeln. Individueller Hilfebedarf kann er feststellen und entsprechend die Maßnahmen dazu organisieren und auch deren Wirkung zu beobachten. Auch die Kooperation mit Betroffenen im Umfeld gehört zu den Kompetenzen. Kooperiert eben auch mit den zu begleitenden Menschen, also auch mit den Angehörigen, mit den zusätzlichen Teams, die was vor Ort eingesetzt werden und bezieht eben das Umfeld auch in die Entscheidungen mit ein, übernimmt Verantwortung und unterstützt. Und jetzt kommen wir zum Lernbereich 3, Konzepte und Methoden. Der Sozialbetreuer kennt Konzepte und kann Grundsätze beachten. Kennt theoretische und praktische Handlungsformen in der Arbeit mit Menschen, die Unterstützung brauchen und achtet auch dabei bei der Umsetzung auf die Grundsätze der eben der Inklusion, Integration und Normalisierung, Selbstbestimmung und Empowerment. Eine weitere Kompetenz ist Methoden effizient anwenden. Der Sozialbetreuer kennt eben Methoden und Techniken der Sozialbetreuung und kann sie personorientiert und situationsspezifisch anwenden. Wir kommen jetzt zum letzten Lernbereich, zum vierten, mit Strukturen und Rahmenbedingungen. Er kennt eben die Rahmenbedingungen und kann sie nutzen. Kennt die gesetzlichen beruflichen Bestimmungen. Versteht die Möglichkeit daraus ergeben.
und sie dementsprechend für sich und sein Umfeld zu nutzen. Er verfolgt die gesellschaftliche Entwicklung, verfolgt die aktuellen und sozialpolitischen Entwicklungen vor allem, die auf die Arbeit der Sozialbetreuung und vor allem auch auf die Lebensbedingungen von Klienten Einfluss haben. Er nützt das Leistungsangebot, kennt sie und kann es auch umsetzen. Vor allem auch Dienstleistungsangebote im Handlungsfeld der Sozial- und Gesundheitsberufe und weiß, wie man sie da für einen Klienten nützt. Ja, dies waren die 14 Kompetenzen und die Lernbereiche für die Sozialbetreuer. Die Kompetenzen sind unabhängig, ob ich jetzt Fachsozial- oder Diplom-Sozialbetreuer bin. Sie gelten für alle Sozialbetreuer. Das Resümee daraus aus den Kompetenzen ist immer, was mache ich aus mir selber? Welche Chancen ergreife ich und wie nütze ich diese Kompetenzen für mich selber, für mein Umfeld und für meine Entwicklung? Ich nehme mich immer gerne selbst als Beispiel. Ich selber bin kein typischer Sozialbetreuer und mache auch nicht die typischen beruflichen Tätigkeiten. Ich nütze die Kompetenzen und verbinde sie mit anderen Fähigkeiten und hebe mich dadurch aus diesem beruflichen Umfeld heraus. Jeder Sozialbetreuer hat die Möglichkeit, sich aus dem beruflichen Alltag abzuheben. Er hat die Kompetenz und kann diese auch umsetzen. Es geht nur eigentlich darum, Mut zu fassen und es umzusetzen. Und ja, es ist auch mit einer Durststrecke verbunden. Wichtig ist es, durchzuhalten. Der Sozialbetreuer ist relativ ein neuer Beruf, trotz dass ihm eigentlich schon seit 2007 in dieser Art und Weise gibt. Dadurch ist auch in der Öffentlichkeit nicht der Bekanntheitsgrad, den man braucht, um durchzustarten. Das liegt an jedem selber, sich in der Öffentlichkeit dementsprechend zu präsentieren und seinen eigenen Marktwert festzulegen. Den Marktwert in dem Sinne hin festzulegen, indem man weiß, welche Kompetenzen man hat, welche Fähigkeiten man auch aus der Vergangenheit mitbringt. Es geht auch darum, die Kompetenzen zu verstehen, auch Fähigkeiten aus der Vergangenheit, aus anderen beruflichen Feldern mit einzubeziehen, zu kombinieren und diese dann umzusetzen. In meinem Bereich ist es Fotografie. Fotografie war für mich immer ein Hobby. Und über dieses Hobby bin ich auch zum Filmen gekommen und setze heute eben die ganzen Videos selber um und habe dadurch ein neues Spektrum gefunden, Sozialbetreuung in der Öffentlichkeit näher zu bringen, beziehungsweise Sozialbetreuer, die in der Ausbildung sind oder auch Sozialbetreuer, die schon länger arbeiten, zu unterstützen. Diese Varianten mit Podcast, Videos und so weiter, auch das hat mir Mut gekostet, das umzusetzen, weil es für mich auch Neuland war. Und da ich eigentlich bekannt bin dafür, dass ich eigentlich immer ausgefallene Dinge mache, habe ich mich eben auch dazu entschlossen, solche Varianten dann durchzuführen. Es hat sich auch außerhalb der Betreuung Videoprojekte ergeben, die ich umsetze, die was nicht unbedingt mit Betreuung zu tun haben oder auch mit der alten Arbeit, sondern der Kombination aus Foto, Video und der Kompetenzen, die ich natürlich auch vorher einen Teil schon erworben habe und durch die Schule erst richtig bewusst worden sind, durch die Reflexion. Das ermöglicht mir heute eben ein großes Spektrum an Tätigkeiten umzusetzen, sei es in der Sozialbetreuung oder auch bei anderen Projekten. Aber genug jetzt mit den Kompetenzen. Ich danke wieder mal fürs Zuhören. Ich weiß, es hat schon länger keinen Podcast mehr gegeben. Jetzt kommt er wieder regelmäßig. Wer mir auf Facebook folgt, hat vielleicht auch mitbekommen, warum und weshalb die letzten 2 Wochen von den Videos her und vom Podcast her nichts gekommen ist. Aufgrund eines Theaterstücks. Ich habe mich da relativ stark drauf konzentriert und irgendwo auch gewisse Kompetenzen aufgefrischt und
daher in Zukunft wird mehr kommen. Auch ein neues Format wird kommen. Also seid gespannt. Ich danke fürs Zuhören und klasse, dass bis zum Schluss gekocht worden ist. Ich möchte mich auch darauf hin einmal bedanken fürs Liken, fürs Teilen, fürs Weitererzählen, dass es den Podcast oder auch meinen YouTube-Kanal gibt. Also in diesem Sinne hin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal wieder. Also bis dahin, tschüss!